Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Airport CEO hier auf unserem schönen kleinen Crash-Flughafen oder wie auch immer man ihn nennen möchte. So, wir haben ein bisschen mehr Kohle als gestern, denn ich hatte ja gesagt, ich lasse das Spiel einfach mal einen Tag durchlaufen. Und das habe ich getan und siehe da, wir haben an diesem Tag einfach mal 84.000 Dollar Gewinn gemacht. Was sehr, 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 sehr gut ist. Also 84.000 Dollar, Hut ab. So, das heißt, Thema Kredite ist fürs Erste, glaube ich, abgehakt, weil ich wüsste jetzt nicht, wir haben zwar immer noch den Auftrag, wir sollen ein Land freischalten, was 750.000 kostet, aber im besten Fall sollten wir das Geld ja auch am heutigen Tag zusammenbekommen, ja. Der Flughafen läuft im Moment sehr gut. Wir haben Nachtflüge, das heißt, wir haben ständigen Durchgang ohne irgendwelche großartigen Pausen. Unser Flugplan ist ratzevoll, bis nicht mehr geht, ja. Und von daher mache ich mir da gar keine Sorgen. Wir werden relativ zügig die 750.000 bekommen. Dann werden wir uns hier oben das Land kaufen und können demnach dann auch das Flugfeld verlängern für mittelgroße Flugzeuge. Was natürlich auch ein bisschen Kohle kostet, ne? Es sind 20.000. Für 40 Meter. Das heißt, wir müssen das ganze Ding auf 800 bringen. Das heißt, wir müssen es fünfmal erweitern. Das sind summa summarum 100.000, die wir brauchen, um das zu vergrößern. Dann brauchen wir natürlich Landebahnen und Standplätze in mittelgroß, die auch mal eben 100.000 kosten. Alter, was? Okay, Thema Kredite ist doch wieder da. Verdammt! Okay, das ist alles teurer, wie ich dachte. So, was haben wir denn da an Krediten? Ist auch irgendwie 510.000. Zinsen 9%. 1,5 Millionen. Zinsen 4%. Pro Stunde 2.800, also 3.000 fast die Stunde. Das wären am Tag 60. Warte mal, 24 mal 3 sind 72.000 am Tag. Wenn wir überlegen, dass wir gerade mal 84.000 Gewinn machen, dann schrumpfen wir mit dem Kredit unseren Gewinn einfach mal auf 12.000. Das ist hart. 12.000 ist hart. Wenn wir jetzt 84 haben. Wir können uns das natürlich jetzt von der Kniebe absparen, aber am Ende haben wir dadurch nicht wirklich mehr. Sag mal, wenn wir jetzt... Wir verlieren dadurch effektiv 45.000. an Geld. Sparen eine Menge Zeit. Also ich sag mal, wenn wir uns vornehmen, wir bauen zwei mittelgroße Plätze für 75.000, sind das 150.000 plus ein bisschen Weg, den wir noch brauchen. Was kostet denn so Weg? Hier in könnt ihr einfach, könnt ihr den Gras bauen, ist ja egal. Aber wir brauchen trotzdem mal, also ich würde dann hier eine Verbindung hermachen wollen, so 20.000 vielleicht, dann hier runter nochmal so 50.000 insgesamt plus 150, 200.000 plus Landebahnvergrößerung 100.000, 300.000, ja, dann brauchen wir noch ein paar Fahrzeuge und ein bisschen Ausbau in der Halle, da brauchen wir schon die 500.000 Kredit, weil wir müssten sparen. Was machen wir, Freunde? Wollen wir den einfach nehmen, 510.000? Zinsen sind zwar relativ hoch, aber ich würde auch ungerne stündliche Kosten von 6.000 ist halt übel. Das ist einfach mal das Doppelte. So viel haben wir nicht. Da gehen wir pleite, wenn wir den nehmen. Den können wir uns tatsächlich leisten. Den können wir uns leisten. Wir haben jetzt schon wieder 44.000 Gewinn. Ich baue ja auch nichts. Zeit rennt einfach. Aber es läuft ja. Wir haben keinerlei Verspätung oder so. Es ist alles pünktlich. Wenn wir mal gucken, wir können, glaube ich, auf G... Genau, hier haben wir den Dings. So, wir haben hier alles pünktlich, ohne Probleme. Keinerlei Wartezeiten oder irgendwas. Freunde, wir nehmen den Kredit, oder? Wir können uns leisten. Und selbst wenn ich jetzt das Land kaufe für 750.000, die wir jetzt gleich haben, dann müssen wir noch ewig lange sparen. Ich bin am über... Oder wir sparen es, wir müssen es. Oh. Ich bin halt so ein. Weiß nicht, oh, Winter. Winter. An Tag 8 gibt's Winter, Freunde. Ah, komm, wir sparen. Scheiß auf Kredite. Die Banken, die fressen uns nur die Haare vom Kopf. Nein, machen wir nicht.
Aber nicht, wir sparen uns die Kohle. Wir haben das. Wir kriegen das hin. Wir brauchen ja eigentlich nur in Anführungsstrichen, ich sag mal 300.000. Dann sind wir ja voll safe. Landebahn vergrößern. Ja. Ein Flug, warte mal. Was? Ein Flug der allgemeinen Luftfahrt hat den Anforderungen dies nicht erhalten. Deine Bewertung ist gesunken. Was? Einmal nochmal hat den angeforderten Dienst nicht erhalten. Warum nicht? Ist wieder irgendwas kaputt? 52% erstmal heilen. Die haben 80% auch mal heilen machen. Das kostet natürlich jetzt ein bisschen Kohle, aber hier 400 Mäuse. Egal. Was für angebotenen Dienst? Wer hat es nicht erhalten? Okay. Die sind doch alle okay. Lokalisieren. Der Status auf dem Weg. Hä? Wer hat welchen Dienst nicht erhalten, Freunde? Was habt ihr für Probleme? Landet man zu rutschig oder was ist da los? Ja, warte mal, warum ist denn eigentlich. Warte mal. Warum steht er hier? Was ist los mit ihm? Auf was wartet er? Ah, jetzt fährt er los. Warte mal, warum. Wenn ich jetzt auf Dashboard gehe, warum habe ich denn hier allgemeine Luftfahrt 20% Zufriedenheit? Was haben die denn für Probleme? Was wollt ihr? Der Standplatz ist. Dieser Standort akzeptiert keine konventionellen. Ja, ist ja auch für die allgemeine Luftfahrt. Brauche ich auch nicht konventionalisieren. So, wir haben Benzin. Der verkauft ordentlich Sprit an alle. Die sind. Hä? Weil ich habe hier. Guck mal, ich habe hier schlechte Bewertung. 20% nur. Warte mal. Haben wir irgendwas aus Versehen überteuert oder so? Was jetzt nicht so sein soll. Wirtschaft. Gebühren. Ist alles im grünen Bereich. Kleine Standplatzgebühr. $100. Hä? Warum hassen die mich? Was ist los mit euch? Erwartete Flüge 1. Betriebsstunden 1500 pro Stunde. Länge 600 Meter. Wir haben auf jeden Fall schon mal Kohle, um hier was zu kaufen. Bams. Nice. Das verstehe ich jetzt nicht. Einer von euch eine Idee? Warum sind. Hä? 20%. Warte mal, ich muss mal versuchen, diese Grafiken zu entschlüsseln. Was haben wir denn hier? Wirtschaft. Zeitraum, Minuten, Stunden. Einkommen. Du, das ist natürlich jetzt Ausgaben, ist übel, ne? Aber ist halt so. Da müssen wir jetzt mit klarkommen. Ist halt dann heute mal der Tag. Tag der Abrechnung. Statistiken. Ereignisstatistik. Zeitraum, Minuten, Stunden. Was ist das hier? Ein Vorfall? Was für ein Vorfall? Um 11:57 Uhr. Wann war das hier? Um 15:17 Uhr. Uhr. Personal, Passagierstatistiken, also ich kann jetzt eigentlich nichts erkennen. Wirtschaftsstatistiken. Ausgaben. Ausgaben, Ausgaben, Ausgaben. Das hat uns ein bisschen rausgehauen, ne? Würde ich mal sagen. Gelder. Puff. Wir sind pleite. Jetzt steigt das wieder langsam. Ja, was ist denn da los? Geschäfte, E-Mails. Haben wir auch keine. Personal. Betrieb, Personal. Wir haben alles am Start, ne?
Irgendwer hat den angebotenen Dienst nicht erhalten. Ich kann mir höchstens vorstellen, dass irgendwer nicht betankt wurde und deswegen sauer war und deswegen eine schlechte Bewertung im Internet geschrieben hat. Das kann durchaus sein. Verstehe ich nicht. Nein. Verstehe ich nicht. Was ist da los? So, 24.000. Okay, pass auf. Landebahn-Upgrade. Machen wir, glaube ich, zuerst, oder? Warte mal, auf welche Länge müssen wir denn die Landebahn upgraden? Jetzt müssen wir auch das hier haben, ne? Verlängere deine Landebahn nach 800 Meter und werte sie zu Beton oder Asphalt auf, damit mittlere Flugzeuge dort landen können. Landebahn ist nicht lang genug. Sie muss mindestens 800 Meter lang sein. Okay. Nach Norden. Jetzt haben wir schon mal 460. Das nächste Upgrade können wir uns dann noch nicht leisten. Ach komm, wir nehmen jetzt einen Kredit, Mann. Scheißegal. Was brauchen wir denn da? Dann nehmen wir uns den hier, oder? 9 Tage, 8 Tage. Gönn. Noch mal gönn. So, 1, 2, 3, 4. Zack, die ersten 100.000 schon weg. Er läuft, aber Landebahn ist lang genug. Das ist doch schon mal gut. So. Und mittlere Flüge. Haben wir. Nächste. So, baue einen mittelgroßen Standplatz. Jawohl. So, mittelgroßer Standplatz. Die sind natürlich teuer. Asphalt ist aber deutlich teuer. Asphalt ist billiger wie. Wir machen mal hier. Machen wir so. So, jetzt müssen wir das nur noch verbinden. Wir machen auch mal. Wir verbinden mit Asphalt. Jetzt wollen wir es mal richtig wissen. Ich würde halt gerne hier eine Verbindung haben. Hier und dann hier hoch. Da können wir nämlich so einen kleinen Kreislauf machen, ne? Da können wir nämlich sagen, hier nur Einfahrt und hier nur Ausfahrt. Dass sie zumindest schon mal sich da nicht in die Quere kommen. So. Kaufe mindestens einen Treppentruck. Machen wir. Treppentruck. Haben wir. Ah, gleich ist er da, gleich ist er da. Jawohl. Verbessere einen kleinen Grasstandplatz zu Beton oder Asphalt. Boah, was ich alles machen soll. Ja, dann machen wir hier Asphalt, ne? Weil dann sieht es ordentlich aus. So. Was wäre ein Flughafen ohne Läden oder Cafés? Günstig auf jeden Fall. So. Okay, das dauert jetzt natürlich ein bisschen. Jetzt müssen wir erstmal wieder unsere Kumpels hier den ganzen Kram machen. Drittetetete. Fleißiges Treiben hier. Das ist halt ein bisschen blöd, dass die hier warten müssen, ne? Wäre schon schön, wenn wir hier oben. Das kostet so viel. Können wir eigentlich den Kredit jetzt auch schon ein bisschen was zurückzahlen? Nee, unzureichende Gelder. Wenn wir es haben, können wir es zurückzahlen. Das ist doch auf jeden Fall schon mal gut. Also ist doch schon mal gut. So, jetzt machen wir Folgendes. Jetzt machen wir hier erstmal eine Tür hin. Eine große Tür, genau hier. Dann machen wir ein Boarding-Schalter in mittelgroß, direkt davor, auf selber Höhe wie der. Bams. Und dann brauchen wir noch ein paar mehr Sitzgelegenheiten. So. Sehr schön. Sehr schön. Zieh einen Geschäftsraum irgendwo in deinem Terminal hin. Irgendwo ein Geschäftsraum. Geschäftsraum.
Irgendwo. Hier. 10 mal 10. Hab ich. Platziere eine Ladentheke und einige Regale. Regale. Einfaches Regal. Schönes Regal. So. Hab ich. Kommen wir jetzt in die Festival. Wollen den Schalter um. Achso, ja, gut. Müssen wir erst warten, bis es fertig ist. Schneller! Ja, wir haben halt auch nur noch 20 Leute, ne? Aber die sind halt teuer. Die sind halt teuer. Wir müssen Kohle sparen. Gerade jetzt, wo wir dicke Kreditnehmer sind hier, da wird der Stundensatz schon echt knifflig. Okay, mal gucken, was wir so stündlich. Aber wir machen trotz Kreditrückzahlung, machen wir in einer Stunde noch Gewinn. Auch wenn es nur $328 sind. Gewinn ist Gewinn, Freunde. Aber soll ich euch was verraten? Spätestens, wenn hier das Flugzeug landet, dann klingelt die Kasse. Das sei euch aber. So, Boarding-Schalter für hier. Dann. Konventionelle Flüge. Landeverbindung, fehlende Rollfeldpart, Gepäckstation brauchen wir nicht. Okay, pass auf, wir müssen hier noch die Verbindung schaffen. So. Und hier hoch. Ah, hier müssen wir halt. Wenn das fertig ist, können wir das umstellen, dass es nur hier in die Richtung geht und das da rausgeht. So, da geht es dann später weiter und hier machen wir noch mehr Roll. Aber die sind 100.000, was die kosten, ist schon teuer. Platziere einen Ladentheke und einen. Ja, haben wir ja. Muss nur gebaut werden. Von unseren faulen Kollegen. Ach ja. Wir halten uns stabil auf 300.000. Machen halt auch nur minimalen Minus, wenn keine Flüge anstehen. Jetzt stehen ja wieder welche an. Aber ich verstehe nicht, warum ist die allgemeine Luftfahrt so sauer auf mich? Was habe ich denen getan? Was? Ich verstehe es nicht. Ah, das ist halt schon. Eine Landebahn wird so langsam auch knifflig zu den Stoßzeiten, ne? Hier darf halt nicht so großer Stau entstehen, ansonsten sind die Dinger nämlich unpünktlich. Und Unpünktlichkeit ist nicht cool. So, warte mal, hier haben wir ein Problem. Paula Gonzala findet ihren Weg nicht. Sorge durch Wände und Zone. Was haben wir denn hier? Wo willst du denn hin? Wo willst du denn da? Gonzales. Paula Gonzales. Von oben siehst du ja aus wie ein Paul, ne? Klicke auf den Raum und unterschreibe einen Vertrag mit der Firma. Gucken wir mal. So, Vertrag unterschreiben. Also, Paperplane. Paperplane. Wir müssen halt gucken. Das stört mich gerade. Wir müssen halt gucken, dass hier unsere Vorgaben erfüllt sind. Wir brauchen eine bestimmte Menge an Regalen und eine bestimmte Größe. Turner, Power. Pick and Fly. S and Go. Fly Go. Quick Stop. Quick Stop. Miete pro Stunde. Alter, S and Go bringt einfach mal 2368. Ja, nice. Warte mal. Wenn wir jetzt einfach das. Naja, einfach ist relativ, ne? Komm, wir nehmen erstmal einen Turner, oder? Wir nehmen einen Turner. So, Turner.
Bitte überprüfe jedes Detail des Vertrags, bevor du ihn akzeptierst. Die folgenden Bedingungen gelten: mindestens 51 Quadratmeter haben wir, mindestens 2 Regale haben wir, mindestens 1200 Verkäufe, um den Erfüllungsbonus von 5800 zu erhalten. 2 Dollar Miete pro Stunde und pro Quadratmeter bis zu 51 Quadratmeter für eine Stundenmiete von 102 Dollar insgesamt. Der Flughafen erhält 9% von jedem Kauf durch ein Passagier. Ja, komm, mach mal. Ist ja uns erstmal eigentlich egal. Hauptsache, da verkauft irgendwer was und wir kriegen Knete. So, hier verbinden. Jetzt können wir Folgendes machen. Und zwar klicken wir hier drauf. Mit Rechtsklick. Nur in eine Richtung. Nur in eine Richtung. So. No Entry. Und hier machen wir nur eine Richtung. Nur Outry. So läuft das doch. Dann müsste jetzt eigentlich funktionieren, dass hier reinfahren und dann fahren die hinten einfach wieder raus. Oder? Wir checken das mal. Gucken, wann fliegt denn der hier los? Um 11.22 Uhr. Der müsste jetzt gleich abgehen. Da ist ja gerade Boarding. Und dann sehen wir das. Ob das funktioniert. So, das machen wir erstmal aus. Gepäck ist uns egal. Okay, der fliegt da lang. Der fährt da lang. Das ist schon mal gut. Das ist viel wert. Das ist nämlich auch, wenn jetzt hier einer steht und will losfahren und gerade kommt einer an, dann muss der hier auf der Landebahn warten. Und so muss der erstmal hier rumfahren und wenn er hier ist und dann bis dahin, ne? Alles Roger. So. Erledigt. Jetzt können wir eigentlich das Ding hier in Betrieb nehmen, oder? Bams. Freunde, soll ich euch verraten? Jetzt kommt der heiße Scheiß. Jetzt kommt der heiße Scheiß. Müssen wir nur schauen, ob wir hier noch irgendwelche... Da haben wir schon einen Flug drin am Mittwoch. Am Donnerstag auch, am Freitag auch und am Sonntag auch. SL222 kommt mit 50 Passagieren. Ne, kommt mit 55 und geht mit 50. Ich weiß nur nicht, kriegen wir noch andere Flüge rein oder muss ich dafür noch einen Dings annehmen hier? Einen Auftrag? Wirtschaft? Angebotene Verträge? Könnten wir hier Olympic Organization. A320. Das hört sich schon mal nach einem großen Flugzeug an. Nehmen wir. A320. Akzeptiert. So, Mittwoch. Da haben wir einen drinnen sitzen. Ach, das ist der. Jawohl, da kamen noch welche dabei. Wunderbar. Dann würde ich sagen, lassen wir das erstmal so. Weil wir könnten eigentlich mit... Nehmen wir noch eine große an. Komm, wir nehmen noch Tulpin Airlines. Hat auch A321. A320. Wir nehmen das noch. Ist ja egal. Egal, so Mittwoch. Jetzt haben wir es wenigstens einigermaßen gefüllt. So, Flugzeugzufriedenheit 23. Höhe der Zufriedenheit. Aktive Flüge 50 von 50. 0 von 30. Ich bin eigentlich mit... Mit Skyflies können wir kündigen, ne? Mit Skyflies. Und dann nehmen wir lieber noch dicke Airlines an. Obwohl, jetzt geht's eigentlich. Pinguin macht jetzt auch groß. Alter, der kommt mit 153 Passagieren? Was zur Hölle? Warte mal, warte mal. Wir müssen größer sein jetzt. Oh ja, da kommt er. Eine CRJ-700 mit 59 Passagieren on board. So, wir haben ja schon 55 Sachen verkauft. Miet und Umsatz 871. Ja, läuft ja bei uns. Ah, nice. So, und hier lohnt sich jetzt auch richtig der Sprit, Freunde. Sind wir mal ehrlich. Jetzt kommt erstmal hier McTruck um die Ecke. Wo ist er denn? Ach, hier. Ist gerade am Tanken. 55 Passagiere. Das sind ja alles potenzielle Kunden, die hier einkaufen oder so, ne? Hier. Geht mal hier gerade mal nach Franchise-Raum. Und holt euch mal ein bisschen Zeug. Und die lassen euch jeder 15 Mäuse da, ne? Nachtanken läuft. Schön. Ausstieg läuft. 59 von 59. Wunderbar. So, was als nächstes? Abgeschlossen. Nachtanken läuft.
72 Leute fliegen da gleich mit. Das ist schön. So wie es aussieht, werden wir noch so ein, zwei große Bänke benötigen, weil da kommen Flugzeuge, die mal eben so 150 Mann bringen. Da muss hier Platz sein. Oder mitfliegen wollen. So, Treibstoff. Da geht natürlich jetzt richtig was drin, ne? Da fluppt das Money. So. Teilweise wollen die gar nicht ganz voll getankt werden. Naja. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir sind jetzt mal am Ende der Folge. Nächste Folge geht's weiter. Das funktioniert hier soweit schon mal alles ganz gut. Der will abfliegen um 21.10 Uhr. Das heißt, da müsste ja jetzt Boarding sein, ne? Jawohl. Jetzt geht's los. Das dauert natürlich ein paar Minuten, bis sie alle eingestiegen sind, ne? Können wir mal gucken, ob das trotzdem pünktlich schafft um 21 Uhr. Ja, aber doch, müsste er schaffen. Und das gibt Kohle. Okay, Wahnsinn. Trotz Kredit sind wir echt, sind wir gut dabei. Wie viel haben wir denn noch? Verbleibende Zahlung 446. So viel ist gar nicht mehr, ne? So viel ist gar nicht mehr. So. Pushback läuft. Oh, warte mal. Wir haben was vergessen. Oh, wir haben was vergessen. Wir haben ein Pushback-Fahrzeug vergessen. Oh nein, das kann uns jetzt richtig den Hals brechen. Wir müssen das ganz schnell kaufen. Pushback-Fahrzeug. Treibstoff. Pushback-Fahrzeug. Stellen. Los. 30 Minuten. 30 Minuten. Der will abfliegen 21.10 Uhr. Oh, das schauen wir nicht. Der kriegt schon Verspätung. Oh Gott. Pushback-Punkt setzen. Wir müssen das Ding ja zurückschieben. So, da kommt unser Pushback-Fahrzeug. Das muss jetzt direkt zum Flugzeug. Gott, oh Gott, oh Gott. Warte, wann kommt der nächste Flug? Oh, der ist gleich schon da. Eieieiei, los, schieb die Kiste da draußen. Tschüss. Ey, das haben wir aber so gerade geschafft, Freunde. So gerade eben haben wir das Ding da hinten rausgeschoben, ey. Ach Gott, das wäre hier die Katastrophe gewesen. Der hätte hier gestanden und wäre nicht weggekommen. Ach du Scheiße. Alles aufgehalten. Ah, ein Glück. Wir haben's überlebt. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, haut rein und tschüss.